Hey Leute, heute eine kleine Frage an euch und zwar, was ist euch wichtiger? Mütze oder Spielerschal? Ganz einfach, es gibt zwei Artikel. Wenn ihr euch für einen der beiden entscheiden müsstet, was euch im Training nicht fehlen darf in der nassen und kalten Jahreszeit, was wäre es? Würdet ihr eher auf die Mütze verzichten oder auf den Spielerschal? Ich habe meine Entscheidung für mich getroffen. Ich schreibe es euch unten in die Beschreibung rein, auf was ich nicht verzichten würde von beiden. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare unten über die Comments.